heute in der Sendung. Willkommen heute zu Brisant am Samstag. Aber wir starten in Berlin heute mit einer wilden Verfolgungsjagd. Dabei hat ein Autofahrer wirklich alles versucht, um die Polizei abzuschütteln. Er fuhr mehrere Polizeifahrzeuge an und raste weiter. Aufgefallen war er übrigens nur, weil er ein so merkwürdiges Nummernschild hatte. Es war nämlich selbstgemalt und aus Pappe. Und einer hat heute alle verblüfft, und zwar der Street-Art-Künstler Banksy. Der hat die Kunstwelt sozusagen geschockt, könnte man sagen. Irre Geschichte. Und zwar ist ein Werk von ihm versteigert worden bei Sotheby's in London für rund 1,2 Millionen. Und dann passierte etwas vollkommen Unerwartetes. Und jetzt wollen wir reden über Sie wieder geht, eine ganz, ganz große aus der Musik. Die Band dort oben, das Orchester, könnte man sagen, wird immer größer. Jetzt auch Montserrat Caballé, die immer mehr war als ein Opernstar. Für Spanien war sie eine Botschafterin mit so viel Stimme und mit riesigem Herzen. Wir haben mit prominenten Kollegen heute gesprochen, die sich alle an diese Künstlerin so gern erinnern. Was für eine Stimme. Hier wird Wasser gepumpt, nicht rein in einen See, sondern raus. Warum, das sagen wir Ihnen jetzt. Wir haben noch mal Nachrichten. Wir kommen nach Deutschland. Morgen geht das Oktoberfest in München zu Ende, samt Riesenparty und Dauerdruckbetankung. Wer jetzt sagt, ich habe noch nicht genug gefeiert, der kann gleich weitermachen auf dem Cannstätter Wasen in Stuttgart. Da wird noch eine Woche gefeiert. Auch ein Riesenvolksfest, das inzwischen Millionen Gäste anzieht. Inklusive einiger Alkoholausfälle bei den Gästen hat diese Woche eine Mutter Schlagzeilen gemacht. Vollkommen betrunken hat die Polizei sie aufgegriffen, danach diese Geschichte getwittert. Die Frau hatte nämlich nicht allein gefeiert, sondern hatte ihr vollkommen übermüdetes vierjähriges Kind mit dabei beim Partymarathon. Also wildes Feiern auch dort und extra Schichten für die Polizei. Und apropos Party und gute Stimmung, wir machen weiter mit der Prominenz und einem, der auch gern feiert. Suchbild, wer ist hier auf dem Bild der Superstar? Kleiner Tipp, Sonnenbrille, Schlabbermütze. Es ist Johnny Depp tatsächlich beim Besuch in Zürich und nach sehr viel Ärger, den hatte er in den vergangenen Wochen, da ging es um die verflossene Ehe und die Frage, ist der Mann nun ein netter Ehemann oder ist er es eher nicht? Nun gab es hier mal wieder ein Riesenhallo für ihn und ganz viel gute Laune. Super Schauspieler. Hoffentlich wird's wieder. Wir gucken jetzt auf eine Band, die der Beweis ist, dass man Texte nicht immer verstehen muss, um sie mitsingen zu können. Bei denen war es ein bisschen so. Genau, wir haben hier schon mitgewipst. Die Gypsy Kings sind das genau. Die gibt's noch, ja. Jetzt gibt's sie sogar wieder. Zumindest Teile der Band sind wieder da, nach vielen Jahren Pause. Baila, baila, baila. Genau, so ging das doch, oder? In der Art. Die sollen das mal singen. Ja, das Gegenteil, so zusammengekommen sind diese vier, also vier, die man gar nicht so zusammengebracht hätte, aber die daten sich jetzt regelmäßig. Ja, Immobilien mit Ausblick. Wir wünschen ihr dabei viel Glück und Ihnen jetzt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ich verabschiede mich in die Ferien. Camilla begleitet Sie dann sehr gern durch die nächste Brisantwoche. Tschüss.